Damit sehr wahrscheinlich, ja. Den kannst du nochmal anschreiben, der ist ja online. Bin gerade dabei. Gut, okay, brauche ich nicht mal an. Sehr gut, Subi. Danke. Dann gib mir ihn nochmal eine kurze Zeit. Ja, sowas aber auch. Mit sehr wahrscheinlich eintragen und dann nicht da sein. Das haben wir gern. Mach den Köpfer, hol die Guillotine raus. Ah ne, das macht Toxic, ja. Hallo, ich bin. Ja, du bist es. Die Frage ist, was bist du? Gottesfürchtig bin ich. Bist du? Bist du Traitor? Nee. Wieso bist du gottesfürchtig? Verstehe ich nicht. Weil Gott mächtig ist. Okay. Ah ja. Ich will nicht so stehen bleiben, das geht immer nach hinten los. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es Sepp ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich so eine Million. Sehr wahrscheinlich. Ja. Sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr. Achso, nur damit ihr informiert seid. Wir befinden uns in den Outtakes. Wie sind die Outtakes? Wie sind ihr, was Outtake ist? Voll lustiges Outtake. Nee. Heute bin ich schlumpf. Genau. Da muss ich so sprechen wie ein Schlumpf. Wenn es lustig ist, dann hoffe ich, dass es nicht so lustig wird. Was? Kennt ihr noch Gargamel? Ja. Den habe ich früher immer so, naja, ich sag mal, der Gegensatz von gemocht halt, ja. Muss ich nicht verstehen. Der Gargamel, kennst du nicht? Der war immer so fies zu den Schlümpfen. Wen hast du da erschossen? Gar kein. Eine Schallgedämpfwaffe. Gar kein Mehl. Gar kein Mehl. Ich habe die Blutspur schon mal gefunden. Nee, warte mal, ist nicht die richtige. Wo ist die Leiche? Die liegt unten. Ach, verdammt. Ein Feuerlöscher. So, geht es jetzt? Also, hat sich noch. Ne? Muss noch einmal kurz hier eine Nachricht verfassen. Und dann lege ich mein Handy aber umgedreht hin. Wenn nicht mal jemand den Nestjob. Ja. Also, wenn es jetzt keine Rückmeldung gibt, dann starte ich die Karte einmal neu und dann legt man jetzt los. Ja. Wer nicht will, der hat dann schon. Legt man eben los. Genau. Jetzt, wo ich unschuldig bin. Ja, vielleicht bist du nochmal unschuldig. So, die erste Ansage darf der Lars machen. Ich glaube, der hat noch keine gemacht. Ach nein. Ach doch. Ach, das tut mir nicht gefallen. Und mach ich unter uns. Wir nehmen das ja gar nicht auf. Nein, natürlich nicht. So, wer ist denn überhaupt alles? Da muss ich auch mal nachgucken. Ey. Da muss ich überhaupt bei. Kannst auch sagen, wir sind hier wieder. Oder sonst was. So, in 3, 2, 1, go! Ah, ist das cool. Hätten wir aber auch jemand sagen können. Doch, das ist auch umso schöner, wenn man da so reingeschmissen wird. Aber du hast dich ja gerade gehalten. Ich meine, hab noch nie eine gemacht. Ja, ist ja auch schon mal was. Andere sagen immer nur, nee, nein, nein, nein. Also von der Sache ja. Ich kann das nicht, aber wenn man es nicht probiert, kann man es auch nicht können. Ja. Versuch, mach du. So, und das merkt euch, liebe Zuschauer, ne? Nicht immer gleich aufgeben, sondern immer probieren, versuchen, niemals den Kopf in den Sand stecken. So, apropos Kopf in den Sand, hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon. Hm? Haben wir die schon in der Aufnahme gehabt? Die hatten wir auch schon mal in der Aufnahme, aber wir können die ruhig weiternehmen. Sepp, gut, dann war ich nicht dabei. Dann ist es, du, dann passt es ja umso besser. Dann Sepp in 3, 2, 1, bitteschön. Sehr schön. Das war doch mal eine schöne Abmod. Applaus, Applaus. So, weiter geht's. Nicht in den Ton. Kurze Frage, wir sind ja in den Outtakes. Wie ist PUBG gelaufen? Beziehungsweise wolltest du nicht LKW fahren? Frage nicht. Frage nicht, wie es gelaufen ist.
Gott, ich nehme diese Frage zurück. Ja, ich merke schon, ihr habt es gespielt und seid wahrscheinlich dem Spiel entronnen, entflonnen. Wir haben zwar diesmal länger durchgehalten als sonst, aber im Großen und Ganzen, nein, es ist halt immer noch das Spiel. Hey! Was soll denn das? Das weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn der man Verräter ist es. Dann klappt das. Brauche ich nicht, ich kann das. So. Weißt du, wenn man so 12 Stunden am Tag redet, dann muss man ununterbrochen schnell reden, damit man die ganzen Informationen, die man wiedergeben will, auch entsprechend wiedergeben kann. Man sollte nur darauf achten, dass die Leute dann entsprechend mitschreiben können. Das ist wie mit Frauen. Das ist das jetzt nicht verständlich. Ich hier so nicht behaupten. Würde ich auch sagen. Die hatten wir vor kurzem, deswegen würde ich diese mal gerne wechseln. Okay, dann wechseln wir halt diese Map zur nächsten Map am besten. Ja, das ist ja völlig Anarchie! Wir gehen in die Fragmentation. In die, was? Fragmentation. Da waren wir Wer ist denn da? Wir waren schon mal in der Fragmentation. Genau, bitte das Essen einstellen. Ja, cool, wenn du dann dein Mikrofon mutest oder halt isst, wenn wir dann ausreiten. Na cool. Also Fragmentation haben wir noch nicht gehabt, laut meiner Liste. Es sei denn, sie waren in der letzten irgendwann dabei, wo ich noch nicht aufgeschrieben habe. Aber es dürfte nicht sein. Also die hatten wir schon mal, aber schon länger nicht mehr. Aber die ist halt... Ist ganz gut. Ja, hatten wir, da war Rentnerpower noch mit dabei, das weiß ich noch. Die hatten wir, da hat sich Schocksig unsichtbar gemacht. Ach so? Ja. Hm. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kenne die Map nicht. Ja, dann sind wir hier richtig. Wenn du sie nicht kennst, dann passt das. Tja. Die sind dabei. Dann lernst du ihn kennen. So. Und die nächste Ansage macht jetzt unser Afro-Schnitzel. Und zwar in 3, in 2, in 1 und go. So, jetzt bitte die Geschichte vom Casino, währenddessen ich hier die neue Karte raussuche. Ich habe heute das nagelneue GTA-Auto gewonnen, was jetzt seit gestern oder so neu wieder zu gewinnen hat. Du hast ja immer mal ein Auto, was du gewinnen kannst. Du kannst einmal am Tag am Glücksrad drehen und ich habe so ein Auto gewonnen. Cool, Glückwunsch. Das ist ja toll. Keine Begeisterung, das ist alles. Oh, toll, Sepp, toll, alles kaputt. Schocksig, Glückwunsch! Jetzt hast du ein virtuelles Auto gewonnen. Mensch! Ja, gut. Wie viel Wert hat denn das Auto? Ja. Das Auto kannst du halt nicht mal kaufen zurzeit. Ich hab's nicht gesehen, dass du es kaufen kannst. Wow, okay. Das ist doch der Bugatti. Ja, nein, ja, ist dieser Classic Bugatti jetzt. Irgendein Classic Bugatti. Hast du dann eine Links- oder Rechtslenkung? Links. Wieso? Bugatti, ist das nicht ein Engländer? Wer hat das denn nicht? Nee, ein Italiener. Ach, ein Italiener war das auch so. Ach, stimmt, Bentley war die andere Marke. Och, nee, nicht die Map. So. Ja, die Map. Der hat mir schon so ewig nicht mehr. Wieso bin ich denn so langsam? Discomulator. Nee, ich auch nicht. Glaube ich jetzt normal? Ja, dann nochmal, wir machen jetzt die Ansage. Ansage Nummer 50. Ja, nochmal richtig die Ansage. Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA. Nein, Spaß.